Geht es los? Ja, klar. Passt es? Okay. Wir sind fein. Extrem lange Ampelphasen hier. Ja. Ja? Das ist ja an den Fahrradfahrern. Ja, deswegen ist das? Weil die sind nicht so schnell wie ihr Auto. Ja. Aber deswegen sind die Münster-Tatorte auch, glaube ich, so langweilig. Weil Verfolgungsjagd. Doch. Bist du so jemand, der auch mit Hörspielkassetten einschläft? Ja. Ja, ich habe da bisher noch von gehört. Es wirkt. Ja? Ja. Marzipan in Michigan am Morgen. Wir müssen hier verschwinden, und zwar schnell. Ich biete uns das schöne kleine Zimmer im Erinnerungshotel. Warum willst du in den Wohnzimmern fremder Menschen eine Platte aufnehmen? Ich möchte einfach gerne eine Platte machen, die klingt wie die Platten, die ich gerne mag. Das sind entweder alte Platten, wo man einen komischen Raum hört, die Basement Tapes zum Beispiel, oder die sehr lo-fi klingen, also die nicht nach poliertem Studio klingen. Die meisten Platten klingen ja gerade gleich, das wird dann alles gerade gezogen und ich bin gar kein Fan von Wohnzimmerkonzerten. Ich finde, Leute sollten in Clubs gehen. Aber ich wollte gerne in Wohnzimmer, um da eine Platte aufzunehmen, um mich so dieser Situation auszusetzen und dem Raum auszusetzen, einem Publikum auszusetzen, das diese Stücke nicht kennt, um da so eine Spannung reinzubringen. Das war der Grund für die Wohnzimmer. Okay, das Paar hat sich gerade getrennt, der Typ verwohnt die Wohnung, das Telefon klingelt, sie sagt, sie kommt zurück und er weiß so gar nicht, wie das denn jetzt bitte finden soll. Weil er eigentlich, wie Männer das so machen, der wohnt schon so in seinem Schmerz. Ist er schon ganz drin angekommen. Und dann sind manchmal so positive Entwicklungen gar nicht so schön. Das geht heißt in deinen Augen sehen. Noch einmal schlafen in diesem Bett aus Backpapier. Heute ist um Viertel nach eins, schon Viertel nach vier. Ich hab das ganze Geld verjubelt für einen pinken Papagei. Aber mein Mädchen hat grad angerufen, sie kommt morgen vorbei. Ich hab die Orchideen geraucht und dabei über alles nachgedacht. Heute ist um Viertel nach sechs, schon Viertel nach acht. Ich suche überall die Katze. Ich suche im Glauben das Glück, aber mein Mädchen hat grad angerufen, sie kommt morgen zurück. Ich spiel seit neuestem auch Geige in einem Erik-Fall-Kostüm. Ich hab erwogen, in die Berge zu ziehen. Doch ich weiß ganz genau, wenn du dann kommst und wir voreinander stehen, fällt mir ein, was mir fehlt. Ich werd es in deinen Augen sehen. Ich werd's in deinen Augen sehen. Ich werd's in deinen Augen sehen.
ich werd's in deinen Augen sehen.